Hallihallo, hallöle und herzlich willkommen zu Exozockte. Fallout 4, hier mit der Maya Müller am Start und der freundlich feschen Piper. Wir sind auf der Insel, auf der Suche nach coolen Gulen. In der Hoffnung, dass wir sie ja vielleicht irgendwo finden, ergattern oder sonst wie auch immer. Ja. So viel dazu. Ja, so viel zum Thema wilder Gule. Aha, des Junkies Vierfachlauf Raketenwerfer. Oh ja, der hat einen Zielcomputer, einen Stabilisator und Vierfachlauf. Ja, so sieht's aus. Fügt zunehmenden Schaden mit steigender Anzahl der Entzüge durch, die du gerade durchmachst. Entzüge? Oh. Der Wahnsinn. Entzüge. Gut, nehmen wir mal alles mit. Alles schick und gut. Seifen, Spüllappen. Material ist Material. Ich hoffe, dass wir ja irgendwie auch noch hier so Zeug finden. Ne, ihr wisst schon, Kupfer. Da war ja was gewesen mit der Kupferitis. Alter, da hast du ja kaum eine Chance zu reagieren. Was soll denn das hier? Ja. So, den haben wir beim, Dingsblings, gestört. So, da waren wir jetzt schneller. Ja. Da könnte auch noch ein Ghoul sein. Vorkriegskohle. Der sieht schon ziemlich kaputt aus. Oh, Kronkorken. Kronkorken sind Kronkorken, war? Das sind Kronkorken. Eigentlich ein interessantes Örtchen hier. Das könnte man doch auch ausbauen, ne? So rein theoretisch. Mhm. Das war eine schnelle Mission hier. Was haben wir denn da noch? Aluminium. Nehmen wir mit. Stuhl sitzen. Nein. Splittergranaten. Zelt schlafen. Aha. Okay, nehmen wir mal mit. Ja, aber ansonsten war jetzt nichts mehr hier gewesen. Wa? Ich muss mal kurz mal gucken, überlegen. Sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Das heißt, wir könnten theoretischerweise in diese Richtung. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, was da war. Warte mal. Aha. Kehre zu den Dorten zurück. Gut, machen wir doch mal. So. Einmal zurück. Ja, und da sehen wir ja diese Roboter mit der Hirne. Ja. Ja. Das Interessante ist ja, dass die hier ja nie sozusagen den Transistor erfunden haben in diesem Universum, ja. Ja, und dann haben die halt zu Gehirn gegriffen. Ja. Der Ladescreen dauert jetzt aber ganz schön episch. Aha. Es regnet. Na gut. Geiles Wetter. Ein Festlandbewohner wie du hat keine Chance gegen die Kriecher. Diese wilden Ghule sind verdammt schnell. Armer Petey. Jo. Auf die harte Tour erfahren. Ja, hat ich er gemacht. Ich hab die wilden Ghule vom Campingplatz ausradiert. Vergiss nicht, die Insel sieht alles. Passt da draußen auf. Ja.
mache ich. Ich habe die wilden Ghule vom Campingplatz ausradiert. Unsere Geschichte endet mit der heldenhaften Rückkehr der Hauptfigur. Damit hat die Insel bestimmt nicht gerechnet. Du hast dir für deine Mühen einen Lohn verdient. Juhu! Hier sind 200 Kronkorken. Kohle! Mehr Geld verlangen, weil die Dortens, die haben Kohle. Ich glaube, ich verdiene mehr als das. Ich denke, ich kann noch etwas drauflegen. Hier sind nochmal 100 Kronkorken. Ja. Ich habe darüber nachgedacht, wie es weitergehen soll. Okay. Nun, wir alle lieben doch unsere Großeltern, oder? Nett, ja. Lieb. Sie verwöhnen einen gern. Ja. Niemand würde ihnen je etwas Schlechtes wünschen. Nein. Deshalb hat es mir auch das Herz gebrochen, als ja. Ja, glaube ich dir. Was ist mit ihm passiert? Er hatte eine Farm ein Stück nördlich von hier, hat in Frieden gelebt, das Land bewirtschaftet und keinen Ärger gemacht. Die Insel hat ihm was geschickt. Ein riesiges, gefährliches Monster, das mit seinen Klauen Stahlträger durchbrechen kann. Oh. Ein Nebelkriecher. Tapfer und standhaft, die Schrotflinte in der Hand. Er hielt das Monster auf, während seine Helfer hierher flüchteten. Wenn du diesen gepanzerten Teufel ausschalten kannst, zeig das allen, dass die Daltons es nie vergessen, wenn ihnen Unrecht angetan wurde. Ja, so ist das mit den Daltons. Wo ist die Farm? Wo finde ich diese Farm? Folge der Küste nach Norden. Okay. Dieser Nebelkriecher wird zahlen. Genau. Für Opa George. Das höre ich gern. Ja, yeah, das war aber schon sehr enthusiastisch. Gut, dieser Nebelkriecher wird zahlen für Opa George. Die Kinder des Atoms sind schuld daran, dass der Nebel giftig ist. Na, das glaube ich eher nicht, dass die daran schuld waren. Alles, was du brauchst. Lecker. Gut. Da ist es. Die Nebelkriecherfarm. Ach du Scheibenkleister. Da soll ich hinkommen? Das ist ja eine schöne lange Strecke. Wenn ich das mal so betrachte. Komme ich da nicht irgendwie schneller hin? Nö, leider nicht. Gut, dann müssen wir irgendwie... Wenn du bewaffnet bist, überlebst du hier nicht lang. Kauf meine Waffen. Ja, da sind die Nebelmaschinen hier am Nebeln. Also ein Entnebelisieren. Ja, das denke ich mir auch, Piper. Aber Problem ist, so einfach geht das nicht. So, und immer schön die Taste drücken, falls uns da etwas besuchen kommt. Man kennt es ja. Ja, schön auf der Strecke bleiben, ja, kennt man auch. Da vorne ist ein Licht. So, da hätten wir jetzt bei den anderen Weg hoch müssen, aber wir müssen jetzt nicht mehr hoch. Was haben wir denn hier noch Schönes? Nix. Okay, weiter geht's. Jetzt geht's wieder Nebel. Gratis. Was haben wir hier? Das sieht alles sehr ausgelutscht aus. Ah, da unten ist eine Hütte beleuchtet. Was war da? Was war da gerade als Schriftzug? Warum? Eine Aster. Aha. Eine Aster. Schlecht. Bam, den hat's gerissen. Auch den reisterte? Tja. Da hast du immer ein Pech gehabt. Maya Müller in der Haus, ne?
Wo kommen wir her, das Geräusch? Aha, von da draußen. So. Auch du bist hinüber. Ja. Fusionszelle. Blähfliegenfleisch. Nehmen wir mal spaßenshalber mit. Vielleicht können wir das für die Käfiggeschichten oder sowas gebrauchen. Oh, right away. Right away ist doch ganz nice, dass wir das gefunden haben. Ne? Da ist nichts drinne. Okay. Ja, so viel hierzu. Hm, wie kommen wir jetzt da hoch? Aha, da. Hier haben wir dann nochmal eine Hütte. Die ziemlich im Wasser liegt. Interessantes Örtchen. Das könnte auch im Prinzip auch schon vor dem Atomkrieg hier so ausgesehen haben. So ein bisschen was für Akte X-Fans oder so, ne? Nebel des Grauens. Aha. Wie sieht's hier aus? Safteimer? Nichts bleibt für immer verborgen. Reiner Pflanzensaft. Okay. Interessant. Pinker Feinsteller, wo ist er? Ach, da vorne. Wir sind hier nicht allein, Blue. Besser davon, Fremdling. So, Herr Flinker Feinsteller. So, Sie sind hier dran. So, den hat's gerissen. So, müssen wir irgendwie hier rinkommen. Oder wir machen's so. Genau. Okay, den haben wir auch. So, werter Herr Lafansteller. Ja, genau. So, Inventory, Waffenkleidung, Hilfsmittel. Wir trinken mal ein bisschen Wasser. Danke. Ja, allzu viel Zeug werde ich von dir nicht mitschleppen. Oder warum auch nicht? Die sind ja noch relativ leer. So. Holotüren oder was? Sehr merkwürdig. Greif einfach zu. Ja, bin schon dabei. Glaub nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Ja, das glaube ich auch nicht. So gut bist du nicht. Na gut. Wollen wir schlafen? Ja, machen wir mal. Wie spät haben wir es? 9 Uhr AM, PM. 10, 11, 12. Machen wir mal 9 Stunden. Dip, 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 dip. Yeah, kaum guten Morgen. Dass wir so lange geschlafen haben. Ja, kaum zu glauben. Aber es ist so. Oh, da ist eine Kiste. Einsteiger.
das sind wir. Nein. Das ist ungefähr der Winkel dann. Tatsächlich. Geschafft. I'm a Red Away. Red Away ist doch immer sehr schön. Das heißt, wir werden einmal Red Away nehmen. Lassen das Red Away mal wirken. Und dann werden wir uns einmal Wasser reinziehen. So. Und dann versuchen wir die Straße wieder zu finden. Ich glaube, die ist hier oben irgendwo. Ja. Gut. Und schon wieder sind wir auf dem Weg. Durch den Nebel des Grauens. Ein ziemlich langer Wanderweg, den wir hier vorhaben. Ne? Was ist das hier? Hier steht einfach so eine Powerrüstung. Eine Notiz. Carlo, ich weiß, dass du die Überstunden brauchst, aber du machst dich echt zur Zielscheibe. Aha. Tja. Powerrüstung. Ja, die lassen wir einfach mal da, wo sie ist. Wie sieht's denn hier aus? Aha, Einsteiger. Genau das Richtige für uns. Genau. Schön. Oh. Wir haben bald wieder ein Level-Up. Meine Damen und Herren. Es ist bald wieder soweit. Das finde ich auch sehr schön. Oh, was sind da für Gebäude? Sind wir ja schon an Ziel und Ort? Naja, fast. Was ist hier noch? Ja, nekrotischer wilder Ghoul. Ja. Mantets. Juhu. Was ist denn bitte hier? Was soll das denn? Handwaschbecken oder was? Seltsames Teil. Oh, slap around with a large fish. Da wurde nur gebissen. Das ist niedlich gemacht. Okay. So, haben wir. Da haben wir einmal Wim. Was haben wir denn da? Ein Angler. Ich will mal gucken, dass wir den gekillt kriegen. So, schauen wir mal. Oh, wir brauchen da ein bisschen. Okay, der hält doch ein bisschen mehr aus. Der scheint nicht der schnellste zu sein. Frage ist, ob der auch springt oder so. Ich weiß es nicht. So, Köpfling. Heute hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. Okay, der braucht doch wirklich ein bisschen mehr. Und was hat er? Verstrahltes Blut, Anglerfleisch und nukleares Material. Ja. Halb Fisch, halb Mensch oder sowas. Keine Ahnung.
Gut, dann werden wir nochmal was trinken. Danke sehr. Aber echt spannender Ort hier. Sieht so ein bisschen nach so... Naja, wirklich Urlaubsort aus. So. Aber habt ihr auch gesagt, dass das ja hier früher ein Urlaubsort war? Also von daher... Durchaus berechtigte... Vermutmaßung. So, wie sieht's denn hier aus? Habe ich hier was Schönes? Ja. Ich trage zu viel. Wo ist Piper? Hallo Piper. Was kann ich für dich tun? Du darfst mal mit mir mal handeln. Und dann darfst du ein bisschen was von meinem Inventar nehmen. Ganz viel. Diverses. Meine Hilfsmittel. Ja, darfst du auch nehmen. Okay. Pflanzensaft. Finde ich spannend. Gut. Warum sind wir noch so schwer? Waffen, wa? Aha, Unterheblergewehr. Gibt teilweise schon lustige Namen. 172, sieht fast schon okay aus. Gut, machen wir so. Yeah. Hier sieht es dann schon ein bisschen freundlicher aus, so. Nicht mal so ganz neblig und so, ne? Was ist das da vorne? Supermutanten Scharfmützler. Ja. Da gehen wir definitiv mit sowas ran. So, was hast du denn hier mir zu bieten? So, der ist hinüber. Und den kriegt er hier einfach mit Torso und dann passt der schon. Ach, der hat nur einen Schuss gebraucht. Ja. So, der hat eine Planke, die brauche ich nicht. Die nehmen wir auch nicht mit. Und der hat hier... Patrone. Gewehr nehmen wir mit. Sehr schön. Je eher wir aus dieser Strahlung rauskommen, desto besser. Richtig. Ja, das Auto ist ausgebrannt. Okay. Warte mal, die Viecher werden bestimmt schon ein bisschen größer sein. Farm der Deutens. Level up. Ach du Schande, tatsächlich, da ist was Größeres. Ja, das geht um das Vieh da. Bam. 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 Und bam. Juhu. It was nice. Danke sehr. Gut, das heißt, wir geben mal uns mal Mühe, um hier noch vielleicht noch was zu finden. Warum ich jetzt hier die Beleuchtung habe, weiß ich nicht. Schauen wir mal uns hier um, was die Daltons hier aufgebaut haben. Ja, ich muss übrigens die ganze Zeit an die Daltons denken. Also, die Daltons. Kennt ihr doch, oder? Die Daltons? Yeah,
Mais ohne Ende. Hier können wir nochmal Wasser trinken. Die Frage ist, ob ich hier auch noch Dings finde. Vielleicht eine Werkstatt. Vielleicht kann man hier sogar nochmal was aufbauen. Gucken wir mal gleich. Ich kann die Werkstatt nicht benutzen, solange Nebel da ist. Das heißt, ich könnte das hier entnebelisieren. Und dann hier tatsächlich noch was aufbauen. Ich wäre beeindruckt. Dann nehmen wir hier Wasser. Wir hatten hier richtig viel Zeug eigentlich. Und wieder eine Menge alte Hütten zum Abruppen. Bäume, naja, Bäume geht eigentlich. Jo, schickes Örtchen eigentlich. Mal das hier alles wirklich in Gar ausmachen könnte, wäre schon nice. So, bevor wir die Quest abgeben, gehen wir erstmal hier hin. Weil wir haben da noch was zu machen. Und das machen wir jetzt. Und schauen wir noch, ob wir das hinkriegen. Ich hoffe mal ja. Aber so wie es mit der Hoffnung manchmal ist, manchmal funktioniert's und manchmal nicht. Dann müssen wir mal gucken. Das heißt, wir brauchen jetzt... Was brauchen wir denn jetzt da? Muss ich überlegen. Ja, wir müssen doch theoretischerweise irgendwann diese Nebeldinger bauen können. Ja? Das können wir bestimmt machen, wenn wir das in den Arkadiern da ein bisschen geholfen haben. Ja? Wäre zumindest die Theorie dahinter. So, Piper, komm mal ein bisschen näher. Komm mal mit. Komm mal her. Danke sehr. So, nein, ich schieße nicht. Ich nehme mir lieber mal ruhig von dir Zeug hier. Danke sehr. Das ganze Gerümpel rumzutragen bremst dich nur auf. Ich weiß. Die haben aber echt tolle Tipps drauf. So, gesamten Schrott lagern. Danke sehr. So. Ich bin bis auf die Knochen durchgefroren. Ja. Ja, wie es mit dem Nebel halt ist, wa? Gut, ich möchte mal kurz mal mein Zeug hier entmüllisieren. Das heißt, wir gehen mal auf Kleidung. Sollen wir mal schauen, was haben wir denn hier? Das kann weg, 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 kann weg. Auch das kann weg und das kann weg. So, jetzt wollen wir mal unten gucken. Robust, robust, robust und Leichtbau. Danke sehr. So, dann gehen wir mal auf die Waffen. 10 mm. Splitter geht nicht. Unterheblergewehr. Kampfgewehr. Das kann auch weg. Ja. Gut. So, dann machen wir mal schauen. Recyceln wir mal. Da kommt ja dann doch ein bisschen Material zusammen. Ich hoffe so einiges. Ah, oh ja, da kommt wirklich was zusammen. Schrauben zumindest. Kupfer stand da. Das ist nochmal Leder. Auch mal Leder. Leder. Käppi. Gut, das haben wir auch gemacht. Das heißt für uns, wir können direkterweise im Baumodus bleiben. Nee, können wir nicht. Doch, wir können. Wir haben ja noch was zu bauen. So, wir bauen. Einmal das hier. Dann bauen wir von hier nach hier ein Kabel. Dann schauen wir nochmal mal nach Schutzmöglichkeiten. Ich habe eine Idee, wie wir bauen. Aber nur so ungefähr. Hmm.
gab doch welche mit Leitern drin, aber. War das Dasher oder Dings? Ich das jetzt wüsste. Böden war das. Danke. Aha. Wände. So. Die Musik ist gerade echt wieder so wie Diablo 2. So. Einmal hier hin. Auf der anderen Seite kommt dann der andere. Oh, wir haben noch mal Personal hier. Wie geil ist das denn, hä? Es füllt sich hier schon, ne? Zwei Leute. Schick. Schick, 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 schick. Das gefällt mir. Warte mal, wir werden mal uns den ein bisschen näher ranholen. So. Okay. Gut. Passt, wackelt halt Luft. Sehr schön. So, dann werden wir mal nochmal Ressourcen anbauen. Wo haben wir sie hier? Genau, Mais. Lecker Mais geht immer. Mais. Naja, sind fast alle doch, sind jetzt alle versorgt. Ja. So, viermal Essen haben wir. Wir haben zwei Personen. Wir haben Wasser da. Ich muss mal gucken, ob wir noch Schutz aufbauen können. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Schutz. Zwei Türme können wir bauen. Sehr schön. Das heißt, wir werden direkterweise nochmal komplett so ein Schutzsystem bauen. Machen das dann aber hier hin. Boah, hier ist eigentlich ganz gut. Das heißt, wir gehen mal hier hin. Das war Holz. Das war dann Böden. Wir haben das falsch rumgebaut. So, okay. Dann die Wände. Einmal hier. Na, geht's oder geht's nicht? Danke. Super. Dann gehen wir mal in Schutz rein. Geschütztürme. Ein Geschützturm da. Und der zweite da. Ja, damit haben wir Schutz, Energie, Essen. Wir haben eigentlich alles super da. Die kann ich gar nicht umsetzen, wa? Die sind, wie sie sind. Auf die habe ich gar keinen Einfluss. Okay. Auf die habe ich keinen Einfluss. Die sind so, wie sie sind. Sie waren immer so.
Seit Äonen von Jahren haben diese Nebelverdichter immer so gestanden, wie sie stehen. Ja, tagsüber sehen die dann auch gar nicht so gruselig aus. Okay. Wir haben unsere meierliche Pflicht getan. Ich wollte noch mal kurz noch mal gucken. Wir haben nicht noch ein Level Up. Und den Level Up, den gönnen wir uns heute noch, obwohl wir schon überzogen haben ohne Ende. So, und bestätigt. So ist das. Gut, morgen sehen wir uns dann wieder. Und dann schauen wir mal, dass wir morgen wieder zum Hafen hingehen. Jetzt kann man sogar mal direkterweise rüber gucken. Heute ist wenig Nebel da. Das gefällt mir, das ist schön. Gut, also, bis morgen. Ciao, ciao.